Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum 2015 hier bei TV Turing Schweinfurt. Nach den Klausuren und, wie man hört, nach erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Fernsehen und Radio, sollen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Wir haben kleinen Nachbesserungsbedarf aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich des ZDFs, also es betrifft nicht den Bayerischen Rundfunk, aber natürlich hat das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben gemacht, die einzuhalten sind. Einmal das Gebot der Staatsferne, das Gebot der Transparenz und das Gebot der Vielfalt. Und ich denke, dass wir in Bayern da bereits jetzt das quasi fast erfüllt haben. Wir haben 47 Mitglieder, glaube ich, im Medienrat. Davon sind 16 Parlamentarier. Das heißt, man hat knapp das Drittel gerissen, was das Bundesverfassungsgericht vorgibt. Da muss ein Stück weit nachjustiert werden. Ich glaube, da hat das Verfassungsgericht einen Finger auf einen wunden Punkt auch gelegt. Da muss man dringend was machen. Das Fernsehen soll ja ein Programm bringen, was die Bevölkerungsgruppen und zwar ganz unterschiedlicher anspricht. Und ich denke, die müssen dann auch in den entsprechenden Gremien vertreten sein, weil sonst ist immer die Gefahr, dass das Programm zu einseitig wird, was man auch immer wieder beobachten kann. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Nach einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Wir haben zu wenig Pflegekräfte. Das Thema Pflege ist insgesamt das große, ja, das Megathema dieser Legislatur. Man kann es ja bereits daran erkennen, dass unser Ministerpräsident ein extra Pflegeministerium installiert hat, weil man eben bewusst auch diese Menschen die pflegebedürftig sind und auch die pflegenden Angehörigen besser unterstützen will. Und da ist schon viel auf den Weg gebracht. Und da werden wir weiterarbeiten. Und die Pflegeumlage, die Ausbildungsumlage in der Pflege, die wird kommen. Ich denke, in dem Bereich häuslicher Pflege muss man schon was tun. Es ist ja im Interesse von den Menschen selber, die lieber zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung so lange als möglich bleiben wollen, anstatt in ein Pflegeheim zu kommen. Das darf aber kein Billigkonzept werden. Das heißt, wir müssen die ambulanten Hilfen stärken. Wir brauchen auch mehr Tagespflegeplätze. Wir brauchen auch Nachtpflegeplätze, zum Beispiel bei Demenzkranken. Die sind ja oft sehr unruhig. Und wenn jetzt jemand berufstätig ist, hat seinen sonstigen Alltag zu bewerkstelligen und kann dann nachts nicht schlafen. Das lässt sich auf die Dauer nicht durchhalten. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei TV Turing Schweinfurt. Liebe Zuschauer, in der kommenden Woche sehen wir uns dann wieder hier bei Plenum TV.